Man versteht das auch auf jeden Fall. Und ist ja auch eine kleine Challenge, mit einem kaputten iPhone hier einen Sieg in Brawl Stars zu holen, ne? Muss man auch mal so stehen lassen. So. Yo Leute, was geht? Und damit ein herzlich willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und zwar habt ihr es am Titel und am Thumbnail schon gesehen. Mein Handy ist beim Brawl Stars Spielen kaputt gegangen. Ich habe hier so einen richtig, richtig fetten Riss im Display. Hat mir auch tatsächlich schon kurz vorhin so einen kleinen Splitter hier in den Finger gehauen, das war echt nicht geil. Und wir werden jetzt probieren, ich werde auf jeden Fall probieren, mein Display mal wechseln zu lassen. Vielleicht könnt ihr mir mal einen Tipp in die Kommentare schreiben. Also ich hatte vorgehabt, einfach zu so einem Laden bei mir in der Straße zu gehen, in der Stadt zu gehen, der halt die Displays einfach tauscht. Ich habe zwar schon öfter gehört, dass man das hier bei Apple direkt machen soll, aber das ist halt extrem, extrem teuer. Und ja, ich würde es einfach mal da probieren und wenn das dann nichts geworden ist, ich meine, die werden mir es ja bestimmt wieder zurückerstatten lassen oder irgendwie eine Garantie oder sowas geben, also hoffe ich auf jeden Fall mal. Ansonsten gehe ich nicht zu dem. Ihr, wie gesagt, könnt mir gerne mal ein paar Tipps in die Kommentare schreiben und ich erzähle euch auf jeden Fall gleich mal die Story, wie das Ganze so passiert ist, denn es ist während Brawl Stars Spielen tatsächlich auch passiert, aber jetzt nicht irgendwie, dass ich ausgerastet bin und mein Handy auf den Boden geworfen habe. Zwar habe ich schon öfter mal das Gefühl gehabt, Bruder muss los, ich glaube, ich knall jetzt mal eben mein Handy auf den Tisch, aber das war tatsächlich nicht der Fall. Das werde ich euch gleich mal erzählen. Aber davor, Leute, lasst natürlich gerne, wenn ihr neu hier auf meinem Kanal seid, lasst gerne mal ein Abo da und aktiviert die Glocke, würde mich auf jeden Fall freuen. Und vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Wenn ihr euch gerade wundert, ich bin nicht zu Hause, ich bin mal Marius Gamers, ein guter YouTube-Freund von mir. Und ich besuche ihn jetzt gerade hier über Silvester. Ich nehme das jetzt gerade am 31.12. auf, denn mir ist es genau heute auch passiert. Also ist auf jeden Fall nicht ganz so geil. Gott sei Dank ist es nicht im neuen Jahr passiert, dann hätte ich gesagt, Bruder, das neue Jahr beginnt ja mal extrem, extrem gut. So, tatsächlich ist es jetzt eigentlich gar nicht so eine kranke Story, sondern ich habe einfach, beziehungsweise es war heute Morgen, wir sind aufgestanden um 10, halb 11 oder sowas und ich habe dann einfach, habe mich dann hingesetzt, hier an den Schreibtisch, wo ich jetzt auch hier gerade sitze, weil hier mein Laptop steht und habe mein Laptop aufgemacht und habe nebenbei während ich irgendwas am PC gemacht habe, nebenbei ein bisschen Brawl Stars gespielt und hatte noch Brawl Stars tatsächlich offen und ich habe da ein bisschen was an meinem Laptop gemacht, gleichzeitig ein bisschen Brawl Stars gespielt, beziehungsweise halt immer zwischen den Runden ein bisschen was gemacht und dann hatte ich mein Handy hier neben mir liegen und mir ist das dann, Marius hat leider in seinem Zimmer nicht irgendwie Laminat oder irgendein Teppich oder sowas, sondern hat Fliesen hier einfach und Leute, ihr kennt das. Ihr kennt es, wenn ihr eine Schutzfolie drauf habt. Ich hatte no joke, ich hatte gefühlt 30 Jahrzehnte auf meinem Handy. Ich habe mein Handy schon seit 2016, irgendwann genau vor 2 Jahren habe ich mein Handy bekommen. Und seitdem hatte ich immer so eine richtig, richtig kranke Schutzfolie drauf, die sogar so kleine Risse selber wieder repariert. Und jetzt wegen Brawl Stars, weil ich das an meinem Handy lieber spielen und auch besser spielen kann, habe ich diese Schutzfolie runtergemacht, weil man damit einfach nicht so gut über sein Handy rüberwischen kann. Vielleicht kennt ihr es ja, wenn ihr selbst eine Folie habt, da kann man einfach, ja, da kann man einfach nicht so gut, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, da kann man einfach nicht so gut rüberwischen und einfach nicht so gut spielen. Vor allem, weil es halt, wie gesagt, so eine Folie ist, die mit Wasser irgendwie sich daran gezogen hat. Das ist jetzt nicht so eine 0815 Folie, die ich auf meinem Handy drauf hatte, sondern wirklich eine richtig gute. Und die habe ich halt runtergemacht. Oh, wow. Das Problem ist, ihr müsst es sehen, ich kann bei meinem Handy auch, manchmal reagiert das auch nicht, das ist irgendwie ganz komisch. Klar, weil das Display ist kaputt, aber das ist auch keine Ausrede sein. Ich konzentriere mich jetzt auch gerade nicht wirklich gut. Ich probiere jetzt auf jeden Fall nochmal die nächste Runde ein bisschen besser zu machen. Aber ich erzähle euch jetzt die Story ein bisschen weiter. Wie gesagt, ich habe die ganze Zeit eigentlich immer eine Schutzfolie auf meinem Handy gehabt und jetzt irgendwie vor 2 Monaten runtergemacht wegen Brawl Stars, weil ich einfach an meinem iPhone besser spielen kann und auch die Videos für euch besser aufnehmen kann. Und natürlich ist genau jetzt dann mein Handy mal auf perfekt so beim Zocken. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe hier was an meinem Laptop gemacht und bin dann gegen mein Handy gekommen. Das lag hier so an der Kante am Tisch. Bin rangekommen. Das ist gar nicht mal tief runtergefallen. Aber trotzdem ist es wohl
einfach fett auf dem Bildschirm gefallen und ist tatsächlich nicht so geil. Ich weiß nicht, ob da auch der Boden ein bisschen uneben war, aber ja, ist nicht so geil, Leute. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auch schon mal hattet, dass euer Handy irgendwie runtergefallen ist oder dass ihr auch schon mal sowas hattet, dass ihr die ganze Zeit irgendwie euer Handy in der Schutzfolie hattet, unter der Schutzfolie die ganze Zeit irgendwie in einer Panzerglasfolie, in einer Hülle und dann ist euch natürlich, dann nehmt ihr das einmal ab und dann fällt euch das Handy runter und ist direkt kaputt. Das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Die ganzen Jahre ist mir mein Handy zwar auch schon mal runtergefallen, aber Gott sei Dank nie irgendwie was kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob das dann auch an der Folie lag, dass da nichts kaputt gegangen ist, aber wie gesagt, das war halt nicht eine 0815 Folie, sondern irgendwie eine, die 20 Euro oder sowas gekostet. Und ja, ist ein bisschen schade. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euer Handy schon mal kaputt gegangen ist oder nicht. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Naja, es gibt für alles ein erstes Mal, Leute. Und ich probiere jetzt einfach, wie gesagt, mal zum Türken-Doktor zu gehen, zum Türken-Handy-Doktor. Vielleicht kennt ihr solche auch und probiere damit mal mein Handy zu reparieren. Vielleicht klappt es ja. Ich hoffe es auf jeden Fall mal, denn ich habe eigentlich keinen Bock, mir ein neues Handy zu kaufen. Weil Bruder kein Geld und Bruder zu teuer ein neues Handy. Und ich muss sagen, es ist für die Videos viel cooler, weil man, ich würde mir dann ein neues iPhone wahrscheinlich holen. Irgendwie ein iPhone X oder sowas. Aber ich würde mir wahrscheinlich in Bezug auf meine YouTube-Videos kein iPhone X holen. Weil das ja so einen doofen Bildschirm hat, mit dem man tatsächlich nicht sehr gut die Videos aufnehmen kann, weil... Oh nein, ich bin so ein inkompetenter Dödel, ey. Weil da einfach der Bildschirm vom iPhone X halt nicht die 1920x1080 Format hat, sondern irgendein ganz komisches. Und da ist dann die Hälfte des Bildschirms irgendwie, ja, nicht, muss man dann irgendwie sich so ein komisches Overlay machen und bei den YouTubern, die ein iPhone X haben, gefällt mir das nicht ganz so gut, deswegen muss ich erstmal schauen, wie ich das mache. Und das scroll ich mir ein ganz kurzes Tor an, haben wir wenigstens das zweite Battle gewonnen. Nice Sache, Leute. Wir probieren ja auf jeden Fall nochmal eine zweite Runde. Auch wenn mein Handy kaputt ist, ich kann noch ein bisschen damit spielen, aber nur, wenn ich es jetzt so rumhalte. Wenn ich es jetzt so rumhalten würde, da ist nämlich der Hauptriss, da kann ich dann nicht mehr mitspielen. Ich könnte zwar auch mit meinem iPad spielen, aber wie gesagt, auf dem iPad spiele ich nicht so gerne. Und auf dem Handy kann ich auch viel besser spielen, auch viel besser aufnehmen. Deswegen, ich denke mal, ihr versteht das auch auf jeden Fall. Und ist ja auch eine kleine Challenge, mit einem kaputten iPhone hier einen Sieg in Brawl Stars zu holen, ne? Muss man auch mal so stehen lassen. So. Oh nein! Aber jetzt, komm schon. Ja, sehr schön, Tiger. Schießt jetzt hier ein Tor und wir führen 1-0. Sehr schöne Sache. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare auch gerne schreiben, wie viel ihr so in der Weihnachtszeit Brawl Stars gespielt habt. Ich muss sagen, ich bin ja tatsächlich, falls ihr das Video schon gesehen habt, ich weiß nicht, wann ich das jetzt hier genau hochladen werde, aber ich habe ja 4000 Pokale inzwischen schon erreicht und habe während der Weihnachtszeit auch ein bisschen viel gespielt, weil ich da Videos vorproduziert hatte und hatte ein bisschen mehr Zeit. Auch wenn ich bei meinen Eltern war, habe ich immer mal wieder ein bisschen gezockt und das war eigentlich eine ganz coole Sache. Bin, wie gesagt, jetzt inzwischen bei 4K. Ist auf jeden Fall ganz cool. Und ich würde sagen, Leute, wir machen nochmal drei Boxen hier auf. Wenn wir jetzt hier gerade am Start sind, ich habe hier insgesamt 123 Boxen jetzt hier gerade. Wenn das nächste Event kommt, dann werde ich da auf jeden Fall nochmal ein bisschen reinhauen. Das nächste Event ist tatsächlich alle gegen einen. Da werde ich mir ein bisschen was snacken und probieren, da einen schönen Win rauszuholen. Denn alle gegen einen, da werde ich dann wahrscheinlich auch einen Tutorial-Guide zu hochladen, wie ihr da am besten gewinnen könnt, beziehungsweise wie ihr am besten mit den euren vier Teammates gewinnen könnt, beziehungsweise fünf sind es, oder wie ihr am besten gewinnen könnt, wenn ihr der große, fette Riesenbrawler seid. Da kommt dann auch auf jeden Fall ein Video. Und ich würde sagen, Leute, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal einen Kommentar zu dem Thema Handy kaputt, Handy-Display-Bruch. Ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video, Leute. Haut rein und lasst es sein. Euer Clash Games und ciao, ciao. We'll be right back.
Adventure Times.